Uns ging es darum, die Frage der Sanierung des Gebäudes nicht nur baulich aufzufassen, sondern auch eine neue Konzeption der Hängung zu realisieren. Gerade bei den alten Meistern bedeutet das für uns einerseits neue Raumkontinuums herzustellen, aber insbesondere auch die Basis der Sammlung, die Entwicklung der Sammlung viel konziser noch herzustellen, indem wir auch zeigen, wie es aus den bürgerlichen Sammlungen heraus gespeist wurde in verschiedenen thematischen Hängungen, als auch, Sie sehen hier eine ganze Reihe von neuen Erwerbungen, die die Sammlung noch einmal zusätzlich verbessern und auch dynamisieren. Also die Besucher des Stiel werden natürlich viele alte Freunde hier wiedersehen und das, was sie lieben und erhegen, auch in neuem Licht, neuem Glanz erleben. Aber sie werden auch eine Reihe von neuen bedeutenden Werken hier sehen. Sie werden einerseits ein wunderbares Guercino-Gemälde, eine Madonna mit Kind sehen. Sie werden einen neuen Lukas Cranach dem Jüngeren, ein Martin Luther-Porträt sehen. Und sie werden unsere letzte Neuerwerbung, den Raphael, Papst Julius II., entdecken. Und das sind drei kapitale Werke, die nun zum ersten Mal auch der Öffentlichkeit präsentiert werden. Vielleicht kann ich auch machen.